So, liebe Basketball-, Sport- und Wettfreunde, es wird mal wieder Zeit für ein neues Video für Basketball-Sportwetten. Heute in der NBA sind ja einige Spiele und bevor wir uns die anschauen, würde ich ganz kurz einmal hier die Tabelle durchgehen. Im Westen, da sind ja mehr oder weniger jetzt 16, 15, 17 Spieltage je nach Team, die Playoff-Plätze schon vergeben. Es geht nur noch um die einzelnen Platzierungen. Die einzigen, die vielleicht noch ein bisschen eine Chance haben, hier reinzuschnuppern in die Playoffs, sind die Sacramento Kings und die Minnesota Timberwolves. Die Kings spielen ja wirklich eine sensationell gute Saison, gemessen an ihren Anfangserwartungen. Aber eine mindestens genauso gute, wenn nicht sogar noch bessere Saison spielen die LA Clippers. Denn die haben jetzt nicht nur in den letzten 10 Partien 8 davon gewonnen, sondern sind sogar auf dem 6. Platz. Und das, obwohl sie letzte Saison den Anfang des Umbruchs eingeleitet haben, in meinem Anfangs-Saison-Ranking wirklich nicht so weit unten oben standen, haben dann sogar jetzt noch kurz vor Trade-Deadline Tobias Harris getradet und Boban Marjanovic, was ich schade finde, denn die haben da echt super hingepasst, aber die passen genauso gut nach Philly. Und sie verlieren einfach nicht, sie gewinnen weiter. Und Lou Williams ist gestern mit seinem 40-Punkte-Spiel gegen die Boston Celtics der erfolgreichste Scorer geworden, der immer von der Bank kommt. Führend die Golden State Warriors, sicher nicht ganz die dominante Saison wie in den Jahren davor, kann man auch ganz gut nachvollziehen. Die Nuggets, auch ein Team, vor der Saison war schon klar, dass sie sehr tief sind, aber auch, dass die wirklich jetzt noch um den ersten Platz mitspielen, damit hätten wahrscheinlich auch die nächsten gerechnet. Die Houston Rockets nach anfänglichem schwachen Start mit der Mörder-Performance schlechthin von James Harden jetzt wieder auf Rang 3, 9 Spiele in Folge gewonnen. Die Thunder, die ich eigentlich von meinem Playoff-Ranking als zweitstärkstes Team einschätzen würde nach den Golden State Warriors mit einem guten, soliden 4. Platz. Trailblazers, genauso wie letztes Jahr, starke Regular-Season-Mannschaft, Clippers überraschend, Spurs, die gehören in die Playoffs, beste Serie oder längste Serie, glaube ich, was Playoff-Performances angeht im gesamten US-Profisport. Und die Jazz, die waren letztes Jahr schon gut in der zweiten Hälfte und sind auch dieses Jahr wieder mit dabei in den Playoffs, auch wenn der 8. Platz auch ein bisschen schwächer ist, als was ich vor der Saison erwartet hätte. Keine Ahnung, wenn hier noch ein Team rausfliegt, dann die LA Clippers, aber so richtig glaube ich nicht mehr dran, dass die Kings oder die Timberwolves da nochmal dran schnuppern werden. Wer garantiert nicht mehr in den Playoffs ist oder zu sehen sein wird, LeBron James mit seinen Los Angeles Lakers. Enttäuschend, was da die letzten Wochen und Monate schon passiert, eigentlich, seitdem es die großen und lauten Trade-Gespräche gegeben hat mit den New Orleans Pelicans, die gleiche Siegesbilanz haben. Seitdem läuft es nicht mehr so richtig. Sie haben es nicht geschafft, Anthony Davis zu holen. Und ich glaube, mal abgesehen davon, dass Lonzo Ball und LeBron James auch Verletzungen haben und so weiter, ist das für dieses junge Team bestimmt nicht gut gewesen für die Chemie, wenn du weißt, okay, mein Verein oder meine Manager würden den kompletten Roster eigentlich über den Haufen werfen, nur damit Anthony Davis kommt. Ist schon verständlich, auch dass sie natürlich versucht haben, Davis dazu zu holen. Die Memphis Grizzlies folgen und danach die Dallas Mavericks, die, das muss man jetzt sagen, seit Mitte Februar ihr Team auseinandergeschmissen haben für Porzingis, den sie geholt haben. Und da haben sie ja auch vor der Saison einen Trade mit den Atlanta Hawks getätigt, beziehungsweise Draftpicks getauscht, sodass Luka Doncic jetzt eine überragende Saison spielt für Dallas. Aber sie haben ihren First-Round-Pick vom nächsten Jahr an Atlanta gegeben. Außer der First-Round-Pick ist unter den Top 5 Positionen. Das heißt also, wenn Dallas, es gibt ja nach der Saison das Ranking der schlechtesten Mannschaften, jeder hat da so seine Wahrscheinlichkeit, dass er den Top-Pick oder einen der Top-Picks bekommt, und Dallas darf seinen eigenen Pick behalten, wenn sie Fünfter werden oder besser. Sollten sie aber Sechster oder schlechter in dem Draft-Ranking sein, wandert der Pick nach Atlanta. Und deshalb sind die Mavericks nicht nur drauf und dran, eigentlich
ihr Team so ein bisschen in den Haufen geschmissen zu haben. Auch Harrison Barnes ist weg. Gefällt mir in Sacramento von seiner Rolle übrigens auch besser als wie bei den Mavs. Sondern die sind schon deutlich auf dem Tank-Modus. Und das werde ich auch gleich nochmal in dem Spiel gegen die Spurs anschneiden. Möchte es euch hier einmal ganz kurz verdeutlichen. Dallas, oder besser gesagt im Westen, sind die Suns nicht mehr einholbar. Schlechtestes Team, 16 Siege. Auch schlechter als Dallas sind die Knicks, die Cavaliers, die Bulls und die Hawks. Bei den Hawks könnte man hoffen, dass die vielleicht noch ein paar Siege einholen. Dallas hat es in den letzten 2 Wochen geschafft, dass die Washington Wizards sie überholen haben. Das ist sehr gut, denn die Wizards wollen noch selber versuchen, auf die Playoffs-Plätze zu schielen. Und komischerweise gewinnen auch die Memphis Grizzlies das ein oder andere Spiel. Hier die letzten Spiele 5 gewonnen, 5 verloren. Und die letzten 3 Spiele sogar gewonnen. Jetzt kommt das Witzige, oder für mich sehr, sehr Enttäuschende. Jeweils habe ich bei diesen letzten 3 Spielen auf den Gegner der Grizzlies gesetzt, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass die ernsthaft jetzt noch gewinnen wollen und dass die auch nicht Dallas überholen möchten. Das heißt also, solange die Wizards und die Grizzlies nicht einen ordentlichen Siegesvorsprung haben, vermute ich, dass Dallas so ziemlich jedes Spiel jetzt noch verlieren wird und vielleicht dann nochmal gewinnt, wenn sie sehen, okay, das tut der Bilanz nichts weh. Und ich glaube, da geht es in erster Linie vor allem auch nur noch darum, dass jetzt die Jungen weiterhin Spielzeit bekommen. Dwight Powell spielt gar nicht so verkehrt. Jalen Brunson, wirklich guter Rookie, gefällt mir. Maxi Kleber spielt eine tolle Saison. Und Dirk Nowitzki braucht noch 35 Punkte, dann würde er im All-Time-Scorer-Ranking nochmal eine Position nach oben kommen. Die Bucks, erster im Osten, Raptors zweiter. Ich glaube, diese beiden Teams sind fix. Position 3 wird ein spannendes Race zwischen den 76ers und den Celtics. Die Pacers bleiben wirklich noch lange oben, trotz dem Verletzungspech um und mit Victor Oladipo. Aber die werden am Ende trotzdem auf Rang 5 landen. Werden auf jeden Fall nicht einfach zu spielen sein. Allerdings ohne Oladipo glaube ich nicht, dass ihnen die Überraschung gelingen kann. Ganz, ganz spannend finde ich aber diese Mannschaft. Die Brooklyn Nets war auch vor kurzem in Brooklyn. Habe das Spiel gegen die Mavericks angeschaut. Natürlich in erster Linie, um Dirk zu feiern. Aber die Nets sind wirklich ein cooles Team. Und die sind ein richtiges Team. Allein wie die untereinander sich aufputschen, sich gegenseitig feiern. Sehr, sehr interessant zu sehen. Ausgeglichenes Team und vor allem hart arbeiten. Also so eine typische Hustle-Mannschaft eigentlich. Und ich kann mir vorstellen, wenn die Sechster werden, und das bedeutet nicht gegen die Bucks oder auf die Raptors treffen, dann traue ich denen einen Sieg in der ersten Runde zu. Ich glaube nicht, dass die daheim 2 Spiele in Folge verlieren würden. Und dann hängt viel davon ab, ist Philadelphia gesettelt genug oder gibt es da Hierarchieabstimmungsprobleme? Und die gleiche Frage könnte man zu Boston auch stellen. Haben die jetzt einen Turnaround geschafft oder gibt es da mehr Kleinkrieg innerhalb der Mannschaft? Wer weiß das schon. Spannend, der Kampf um den Platz 8. Die Pistons, 34 Siege, 32 Niederlagen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die durch sind. Dafür sind die eigentlich auch immer wieder für einen Losing Streak gut. Aber die sehe ich jetzt schon in den Playoffs. Und Heat, Magic, Hornets. Wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann wären es die Hornets, die es schaffen würden, weil ich möchte Kemba Walker zumindest noch einen Erfolg in Charlotte gönnen. Und nächstes Jahr spielt er dann hoffentlich woanders. Auch interessant von den Bilanzen. Man sieht hier mit 31 Siegen, 35 Niederlagen, also mit einer negativen Bilanz, bist du noch um Platz 8 im Geschäft. Im Westen hättest du damit gar keine Chance. Ich glaube, es gibt viel, viel zu reden bezüglich aller Teams, aber wahrscheinlich habt ihr deshalb nicht auf Play gedrückt. Deshalb reden wir jetzt mal über die heutigen Spiele. Ich merke schon, ich habe wahrscheinlich wieder viel zu lang geredet. Sorry dafür. Ansonsten, wen es interessiert, freut mich auch. Also, ich habe jetzt hier mal die Seite von ESPN offen. Es spielen heute die Knicks gegen die Pacers, Cavaliers gegen 76ers, Lakers gegen Bulls, Bucks gegen Pelicans, Spurs Mavericks, Timberwolves Nuggets und die Trailblazers gegen Clippers. Also ein ordentlich vollgepackter Spielplan. Die Knicks, die sind, wie wir gerade gesehen haben,
das schwächste Team der Liga, ist, glaube ich, auch Absicht. Road to Zion heißt es ja so schön. Williams auf jeden Fall ist der Hauptpreis des nächstjährigen Drafts und da möchten die Knicks natürlich die größte Wahrscheinlichkeit auf den First Round Draft, auf den First Pick haben und so langsam, sie haben jetzt 3 Siege Vorsprung sozusagen auf die Suns, so langsam können sie auch das ein oder andere gewinnen. Das heißt, man muss jetzt nicht zwangsweise davon ausgehen, dass die absichtlich hier weiter verlieren. Natürlich mit den 3 Spielern hier, Nikitina, Hezonja, Hicks, fehlen 3 Leute, aber auch sollte Tarik Evans ausfallen bei den Pacers, wäre das auf jeden Fall für die ein Verlust. Die Line von 11,5 finde ich ein bisschen krass, weil ist jetzt auch nicht so, dass die Pacers so mega stark sind. Ich glaube zwar schon, dass sie das Spiel gewinnen, aber die Quotenverteilung passt nicht ganz, denn die Pacers, da, die müssen wirklich jedes Spiel gut spielen, um hier auch den Sieg nach Hause zu bringen. Also, ja, ich könnte mir hier wirklich einen Außenseitersieg von New York vorstellen. Und viel mehr gibt es, glaube ich, zu dem Spiel dann nichts zu sagen. Ich werde dann gleich nochmal eine Übersicht komplett machen zu meinen Wettempfehlungen. Allerdings die Pacers, für Leute, die sagen, hey, ich möchte eine niedrige Quote für eine sichere Kombi dazu nehmen, gehören auf jeden Fall nicht dazu, denn dafür gibt es zu viele Gründe, dass New York eigentlich auch mal gewinnen könnte. 76ers, auch so ein Fall, die haben sich jetzt wieder gefangen, haben zwischendurch echt eine verdammt schlechte Defensive gespielt. Da war ihnen alles mal wurscht. Und Embiid war jetzt beim Spiel gegen Indiana wieder zurück. Der Sieg von 106-89 auf jeden Fall verdient. Aber da darf man, wer das Spiel von euch gesehen hat, kam ja zum Glück zu einer wirklich schönen deutschen Uhrzeit. 20.30 Uhr war der Start. Die erste Halbzeit war Indiana dominierend und eigentlich erst Mitte des dritten Viertels hat Philadelphia die Führung übernommen und auch nicht mehr abgegeben. Zum Teil wirklich gute Defense gespielt, aber auch bei Indiana haben einfach die Mittel gefehlt und Embiid trotz 8 Spiele Unterbrechung hat sofort wieder abgeräumt und gezeigt, dass er der absolute Go-To-Guy ist. Und vor dieser Mannschaft muss man in den Playoffs aufpassen, also momentan, ich bin ein bisschen gespannt, also die Bucks, für die ist es ja eine komplett neue Rolle, wenn sie als Meister im Osten in die Playoffs gehen, die haben vielleicht auch den Druck, dass sie gewinnen müssen oder dass es erwartet wird, dass sie gewinnen, und jetzt hier haben wir hier Philadelphia 76ers mit der vielleicht besten Starting Five, also wenn wir einfach mal die Namen durchgehen, Embiid mega stark, Simmons wirklich gut, Butler hält von sich extrem viel, hat vielleicht nicht die beste Rolle für sich selber in Philadelphia, aber ein mega harter Spieler. Tobias Harris ist zu einem meiner Lieblingsspieler eigentlich gereift jetzt in diesem Jahr, hat echt gut bei den Los Angeles Clippers schon aufgezockt und gefällt mir jetzt auch von seiner Rolle sehr in Philadelphia. Und J.J. Redick ist halt der Spieler, den jedes Team ganz gerne hätte, läuft um Screen rum und verwandelt sehr, sehr sicher die Dreier, also auch sehr, sehr wichtige Spieler. Problem ist dann ein bisschen die Bank, von da kommt nicht wirklich großartige Unterstützung, aber in den Playoffs, wenn das Team zusammenhält und jeder seine Rolle akzeptiert, ist es nicht so wichtig, weil die Rotation vielleicht auf 7, 8 Leute getweakt werden kann und Tony Scott ist eigentlich auch ein Spieler mit Potenzial, der von den Clippers gekommen ist. Auf der anderen Seite, die Cavaliers haben gestern überraschend gegen die Raptors gewonnen. Ja, heute ist Kevin Love wohl nicht dabei, der ist jetzt nicht so schlecht, also hier steht Day to Day, aber ich habe auf der anderen Seite noch geschaut, da heißt es, dass Kevin Love draußen ist. Hier wird wohl Jimmy Butler ziemlich sicher aussetzen, sich ausruhen, rest, also hat jetzt nicht Großartiges. Boban Marjanovic hat Kniebeschwerden, aber das ist bei seiner Größe, glaube ich, auch nicht unüblich, dass der nicht so voll durchpowern kann. Was ist hier zu sagen? Der Spread von 15 Punkten ist natürlich schon ordentlich. Jetzt kann man sagen, Cleveland back to back, haben ihr kleines Erfolgserlebnis gehabt,
haben davor gegen Miami auch mit 15 Punkten auswärts verloren, spielen jetzt gegen die 76ers. Aufgrund der Verletzung von Kevin Love neige ich sogar ein bisschen dazu, eher Richtung plus 15 auf die Sixers zu gehen. Allerdings, wenn die die gleiche fahrlässige Einstellung haben wie gegen Indiana in der ersten Halbzeit, wie gegen Houston das gesamte Spiel, wie gegen Chicago in der zweiten, wie gegen Orlando in der ersten Halbzeit, dann wäre mir das ein bisschen zu gefährlich. Von daher auch lange Rede, kurzer Sinn. Eher Hände weg. Auch interessant, die LA Lakers gegen die Chicago Bulls. Und ja, LeBron James, gerade ist er auch, hat ja vor kurzem einen weiteren Schritt in der All-Time-Scorer-Liste getätigt. Auf jeden Fall schauen wir uns mal die Verletztenliste an. Brandon Ingram, Lonzo Ball, Day-to-Day, Kyle Kuzma, Lance Stevenson, Tyson Chandler draußen. Anscheinend ist James auch noch ein bisschen under Limit Restrictions, also wird nicht die volle Minutenzahl spielen. Und die Einstellung, ich meine, die Lakers spielen jetzt um nichts mehr, haben den gleichen Rekord übrigens wie letztes Jahr zur gleichen Zeit, das ist schon krass. Und jetzt ist hier die Frage, was will Chicago? Lakers die letzten Spiele verloren, 5 Spiele in Folge 2008. Chicago hat einmal aufgehört gegen Philadelphia mit einem schönen Ende von Zach LaVine. 19 Siege, wir haben uns vorhin die Tabelle angeschaut, also Chicago könnte sich theoretisch Siege leisten und von daher ist es auch eher ein No-Bet-Spiel, vielleicht Tendenz eher zu Chicago, aber ganz ehrlich, da kannst du ja nicht ganz gut, da kannst du ja nicht guten Gewissens draufsetzen. Draufsetzen kann man aber definitiv auf die Milwaukee Bucks. Hab auch hier mal mein Giannis-Shirt. Momentan der Frontrunner auf den MVP, auch wenn es von der reinen Leistung Harden eigentlich auch verdient hätte. Vielleicht sogar Paul George, beides tolle Spiele, aber normalerweise wird das Team auch immer ein bisschen belohnt mit dem besten Rekord. Und jetzt spielen die Bucks auswärts in New Orleans. Die New Orleans Pelicans haben ja auch so eine Minute Restriction für Anthony Davis. Der wird nächstes Jahr definitiv nicht mehr im Jersey sein, der Pelicans. Und das, obwohl er noch Vertrag hat, aber New Orleans hat schon gesagt, also müssen den abgeben, brauche ich jetzt hier nicht mehr alles wiederholen, was da in den letzten Wochen rund um die Trade Deadline passiert ist. Die Bucks werden das gewinnen und auch hier haben wir wieder einen sehr, sehr hart gewählten Spread von 10 Punkten auswärts. Schauen wir uns die letzten Spiele an. Das hat Milwaukee verloren, nicht ganz unerwartet, wenn du hier mal schaust. Die hatten innerhalb von 1, 2, 3, also 4 Spiele innerhalb von 5 Tagen oder 6 Tagen, je nachdem, das ist schon heftig. Jetzt mal einmal kurze Pause gemacht von San Antonio nach New Orleans, ist jetzt auch nicht unbedingt so weit. Das heißt, die werden sich jetzt ein bisschen renegeriert haben, aber die Pelicans sind definitiv fitter. Immer nur 2 Tage Pause mal gehabt, zwar alle 3 Spiele verloren. Ja, und auch gegen die Hawks haben sie eigentlich zur Halbzeit geführt, dann hinten raus abgeschenkt. Ich denke, dass hier die Bucks auf jeden Fall gewinnen werden. Minus 10 finde ich allerdings zu viel. Deshalb auch mal schauen, was wir da gleich machen. Doncic questionable. Und das wäre doch schon mal ganz gut, wenn sie den aussetzen würden, schonen würden. Denn wie schon am Anfang gesagt, Dallas wird dieses Spiel definitiv niemals gewinnen. Auch interessant beim letzten Spiel gegen die Houston Rockets, wenn Dallas das Spiel gewinnen möchte. Und man muss wissen, es stand 94-93 für Houston ein paar Sekunden vor Ende. Doncic hat den Ball und erwartet eigentlich, dass Carlisle die Auszeit nimmt. Dann wird nicht die Auszeit genommen. Und dann kommt ein ganz, ganz komischer Buzzerbeater-Versuch, Wurf raus. Also das ist, ja, keine Ahnung, wenn du das Spiel gewinnen willst, nimmst du eine Auszeit und hast nochmal 10 Sekunden, um ein gescheites Play zu laufen. Trotzdem war das natürlich sehr knapp. Und das ist auch dann hier die Frage, wird es ein knappes Spiel oder nicht? Ich sage, sobald die Info rauskommen sollte, dass Doncic tatsächlich aussetzt, wird der Spread definitiv nach oben gehen. Also ist die Empfehlung,
Wer sich mit dem Spread wohlfühlt, auf minus 5 Spurs zu gehen oder auf jeden Fall auf einen Sieg der Spurs mit einem anderen Spiel zu kombinieren. Beides gefällt mir gerade sehr gut, denn ich sehe hier definitiv den sechsten Sieg in Folge von San Antonio und die sechste Niederlage. Hoffentlich macht der Dirk noch den einen oder anderen Punkt. Weiteres Spiel sind die Nuggets bei den Timberwolves. Die Timberwolves müssen wahrscheinlich ohne Towns ran. Wiggins, Covington, Deng auch eventuell oder sicher nicht dabei. Denver wieder komplett, hatten ja zwischendurch auch große Verletzungsschwierigkeiten. Das erklärt auch diesen hohen Spread. Den würde ich auch sofort anspielen, wenn Towns sicher aussetzt, weil dann fehlt einfach mal Minnesota 20, 25 Punkte plus eine stabile Offensive. Davor ist mir es auch zu gefährlich, das heißt, meine Favoriten werden jetzt gerade wahrscheinlich Denver kombinieren mit Spurs. Wie gesagt, schauen wir uns gleich noch an. Und dann spielt die Überraschungsmannschaft, die Los Angeles Clippers, gegen die Portland Trailblazers. Clippers haben gestern schon gespielt, haben aufgezeigt gegen Boston 140 Punkte, das ist schon mal ein fettes Ausrufezeichen. Aber auch die Suns kommen mit einem Sieg im Gepäck, zwar gegen Phoenix, aber Sieg ist Sieg. Und jetzt ist die Frage, ich habe das Spiel ehrlich gesagt nicht gesehen, hat Boston wieder zu alter Schwäche zurückgefunden oder hat einfach LA so überragend gespielt? Also bei 140 Punkten würde ich fast mal glauben, dass die einfach überragend gespielt haben. Und von daher tendiere ich hier schon zu Portland, wenn wir auch mal etwas anderes hier ganz kurz schauen. Genau, Portland hat nämlich zwei der drei Spiele bisher gewonnen und auch das dritte Spiel nur knapp verloren. Aufgrund von Back-to-Back und einfach weil Portland von der Mannschaft ganz, ganz schwer zu spielen sein dürfte für die Spieler von den Clippers. Die Starting Five sieht man hier jetzt, glaube ich, nicht. Aber ja, McCollum und Lillard dürften doch eine Nummer zu viel sein. Und ob der Lou Williams nochmal jetzt zwei solche Spiele in Folge raushauen kann, möglich. Gallinari ist ja auch wieder fit, ist ein unglaublich wichtiger Spieler, leider immer wieder verletzungsanfällig. Aber hier könnte man eventuell eine ganz gute Quote sogar mitnehmen. Und jetzt schauen wir uns einmal kurz die Game Lines an. Und zwar, jetzt haben wir ganz schön viel geredet. Sorry dafür oder bitte dafür, je nachdem, warum ihr hier gerade einschaltet. Mein Lieblingstipp ist auf jeden Fall ein Sieg der Spurs, wahrscheinlich sogar mit Handicap. Wenn Doncic nicht spielt, dann kann ich mir sogar vorstellen, dass die Mavericks unter 100 Punkte bleiben. Das würde bedeuten, dass Spurs so um die 120 machen müssen, damit hier das Over 218 durchgeht. Also ein Under 218 könnte auch ganz interessant sein. Also das ist auf jeden Fall hier meine Lieblingsline, entweder der reine Sieg oder halt einfach mit Handicap. Lakers Bulls, wirklich nicht zu sagen, ob die Lakers einfach jetzt sowas von gesplittet sind, dass gar nichts mehr geht. Und wenn diese ganzen Leute dann noch ausfallen, Stevenson, Kuzma, Limit Restriction von James, der wird dann vielleicht auch nicht so viel Bock haben. Moritz Wagner könnte sogar in der Starting Five heute sein. Das wäre dann schon relativ spannend anzuschauen, also nicht ganz uninteressant. Was haltet ihr davon, wenn wir die Spurs mit den Nuggets einfach kombinieren? Und je nachdem, bei welchem Anbieter ihr seid, um hier vielleicht auch eine 2-0er oder eine 2,x-Quote zu bekommen, könnte ich mir hier auch gut vorstellen, Nuggets minus 4, minus 4,5, Spurs minus 2,5, dann hast du hier vielleicht so eine 1,6 ungefähr, hier kriegen wir dann eine 1,4 und dann bist du auf jeden Fall schon bei über 2,0. Also das ist so eine ganz gute Verdopplungskombi. Ansonsten die Bucks, die Quote ehrlich gesagt schon wieder zu schwach, außer man sagt, das ist einem egal, wenn man sich ganz sicher ist, dass dieses Spiel
ausgeht, aber ist auf jeden Fall nicht empfehlenswert. Könnte man auch sagen, minus 4,5 und dann vielleicht auch dazu packen, ist nicht ganz uninteressant. Knicks finde ich sehr interessant, das 11,5 auf die New York Knicks zu gehen, denn sie können gewinnen. Sie haben ein ganz gutes Team, was auch für die Pacers eine Bedrohung darstellen kann. Ich sag nur, wenn DeAndre Jordan gescheit spielt, Mitchell Robinson, das sind zwei gute Big Men, Noah Vonleh ist nicht verkehrt, Dennis Smith Jr., wenn der ein Breakout-Spiel hat und die Pacers keinen Bogdanovic in Top-Form haben oder auch Sabonis nochmal so spielt wie gegen Philadelphia, dann ist hier ein Upset möglich. Eine 6,75-Quote. Aber auf jeden Fall ist das Handicap für mich interessant. Das werde ich jetzt auch noch auf dem Schirm haben. Trailblazers Clippers ist eine Bauchentscheidung, ob man das Risiko eingeht. Ich denke, das ist wirklich 50-50. Das sagen ja die Quoten auch unbedingt ungefähr. Aber wenn ich es wetten müsste, würde ich hier eher auf die Portland Trailblazers gehen. Hey, was sind denn eure Tipps? Hat jetzt doch verdammt lang gedauert, aber ihr habt es heute auch schon gesehen. Ich habe hier so ein kleines neues Setup. Wollte das jetzt auch mal ausprobieren, ob das alles funktioniert. Hat bestimmt noch ein bisschen Optimierungsmöglichkeiten. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr Lust habt zu schauen, was wir hier so tippen, wir haben ja auf Facebook unsere diversen Gruppen. Da würdet ihr dann jetzt einfach eingeben, bit.ly/NBA-Group. Kommt man aber nur rein, wenn man sich über einen bei unseren Affiliates anmeldet, denn ein bisschen was gönnen möchte ich mir ja auch für den ganzen Aufwand. Und vielleicht mache ich sogar noch ein kleines Video von meinem NBA-Trip dieses Jahr nach Brooklyn und Philadelphia. War auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Erfahrung. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.